Damit hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, hier beim nächsten Teil. Und wenn ihr jetzt denkt, wenn Sie jetzt denken, Ihr Computer steht falsch herum, dann ist es gar nicht so, denn ich nehme jetzt mal weiter auf. Und jo, genau. Agro-Zwerg hat hier ein bisschen Pause. Ja, ich spiele einfach nur mit. Ja, er ist so ein Mitläufer. Genau. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Mein Gott, ich passe hier kaum durch die Tür durch. Das ist ziemlich eng, duck dich lieber mal. Warte, Warte. Ganz geschafft. So geht's natürlich auch. So, würde ich sagen, schlachten wir mal ein paar Föderationisten ab. Ach, genau. Tötet sie alle. Ich bin zwar jetzt nicht wirklich der große hier Verfechter des Klingonenreiches, weil, ihr habt ja das letzte Mal schon gesehen, ich habe gnadenlos bei dem Mord zugeschaut, mich nicht weggedreht, bei dem Mord an Alexander Rushenko, also an Worfs Sohn, und mich hat das auch nicht berührt, im Gegenteil, ich habe mich gefreut, dass was passiert, mir war gerade langweilig, aber na gut, bei unserem Hass auf die Föderation sind wir uns einig. Ich glaube, die Gorn hatten sogar mal so ein paar kleine Forschungsprojekte mit der Föderation. So der erste Kontakt war, glaube ich, nicht sonderlich friedlich. Muss ich mal nachlesen. Ist eigentlich ganz interessant. Aber ich glaube, der erste Kontakt war Star Trek Enterprise, Jonathan Archer. Und da ging es auch nicht so gut her. Aber das war auch nur einer. Das war jetzt nicht der Kontakt mit der gesamten Spezies. Ich weiß es nicht. Bin mir gar nicht mehr sicher. Gab's da eine Folge mit den Gorn? Ja, klar. Eine, ja. Es war eh so lustig, weil da hat der Gorn schon mega gut ausgeschaut. Und wenn man dann auf quasi mehr oder weniger die chronologisch Nachfolgersendung schaut, nämlich Star Trek Raumschiff Enterprise mit dem Kirk, also die Originalserien, da sind natürlich dann die Gorn etwas, ja, wunderschön. Ja, tatsächlich wunderschön. Ich wollte übrigens unbedingt mit diesen wundertollen Kostümen. Ich wollte unbedingt so einen Gorn erstellen, geht aber leider nicht. Das ist der Mist. Aber ich hätte es gern gemacht. Um ehrlich zu sein. Ach so. Sie haben Kraftfelder aktiviert. Sie wollen uns einsperren. Probleme. Diese Fieslinge. Die Föderation ist doch schon immer dafür bekannt, dass sie Feiglinge sind. Vor allem, wo sind denn da Kraftfelder? Ich sehe keine. Ach, jetzt sind da Kraftfelder, oder wie? Ja, ja. Ach nee, da kann man ja einfach keine rausgehen. Ahnung. Irgendwo sind Kraftfelder. Auf jeden Fall um den Warpkern. Ja, um den Warpkern sind ja immer Kraftfelder. Es gibt ja auch noch so Sonderkraftfelder, die man extra um den Warpkern rum aufbauen kann, wenn im Maschinenraum geschossen wird. Oder wenn man quasi in die große Schlacht zieht, damit da nichts reinfällt. Ja, oder eher gesagt, nichts in die Luft fliegt. Ja, ja. Auch, ja. Wahrscheinlich vor allem. Mhm, würde ich jetzt auch sagen. So, was ist da drin? Oh, der Transporterraum ist kaputt. Mimimimi. Er brennt. So, die Tür ist zu. Blutwein. Jetzt wollte ich gerade Bedarf drücken. Jetzt war er schon weg. It's too late, apologize. Das stimmt. Das heißt, meine Rache wird süß sein. Oder wie sagt das klingonische Sprichwort? Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Es ist sehr kalt im Weltraum.
ganz allein selbst schuld. Mit deiner, ich guck nie da drauf, was gerade gewürfelt wird. Philosophie. Das ist unter meiner Würde. Ist es auch. Ich bin Gorn. So. Na, was ist denn hier los? Wichtig bei dem Ganzen immer, schön nahkämpfen. Toller Plan. Es gibt nichts über einen, keine Ahnung, zehnteiligen Aufwärtshaken. Suchen Sie einen aktiven Turbolift. Wir müssen jetzt wirklich durch das ganze Raumschiff hier durch, oder wie? Ja, wir müssen uns, glaube ich, bis zur Brücke hochkämpfen und dann, ich weiß nicht, wollen Sie es kapern? Ich weiß es immer nicht. Ach, das ist ja aber schön. Sehr schön. Ja, man sieht hier unten, ich habe andere Fähigkeiten. Ich bin ja auch Wissenschaftler. Ich könnte eigentlich auch ein bisschen Arzt spielen, aber... Wow, 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 wow. Nein. Helfen wir ihm mal hier. Er schafft es ja nicht allein. Hilfe. Hilfe! Belebt mich da gerade jemand wieder? Nee. Ja, und wie gesagt, die Nahkampfangriffe sind ziemlich gut zum Betäuben, weil die da nach hinten fliegen. Okay. Schön. So. Wir müssen lang, in die oder? Andere Richtung, ja. Jetzt glaube ich, passiert wieder irgendwas. Nee. Mein Gott, was tut denn der dahinter? Hier. Schön, schön. Schön, schön. Ja, und wie ihr seht, wir verschonen hier gar niemanden. Nee, alle werden niedergemetzelt. So wie es sich gehört. Jetzt bin ich aber auch gleich hinüber. Ein bisschen selber heilen. Energieübertragung erfolgreich, Captain. Turbolift ist aktiv und sollte uns direkt auf die Brücke befördern. Schön, schön. Gute Nachricht. Gut, dass der Turbolift in diesem Fall bloß kurz ums Eck ist. Nicht irgendwie endlos weit entfernt. Ja, das stimmt. So, nehmen Sie den Turbolift zur Brücke. Hallo Brücke. Hallo. Überraschung. Brücke. So, wo ist der Captain? Ach, das ist glaube ich der Captain, der den man dann irgendwie foltern muss. Weil er sich ganz feige, das ist natürlich so ein Klingonenwitz eigentlich mehr oder weniger, oder so ein Star Trek Witz, weil er sich ganz feige in seiner Messe da versteckt. Und in seinem Büro. Ja, da ist er. Schaut ihn euch an, den Wichser. Entschuldigung, ich meine den Menschen. Na gut. Sie können sie nicht haben. Und sie brauchen sie erst gar. Sie brauchen es erst gar nicht versuchen. Meine Crew zu fragen. Sie brauchen erst gar nicht versuchen, meine Crew zu fragen. Ich sehe das anders.
Aber er sagte, er würde das Schiff eher zerstören, als es uns zu überlassen. Wir machen das mal anders. Dann töten wir ihn eben. Ja, er hat schon wieder was zu sagen, warte mal. Als ob ich es ihnen sagen würde. Er wird die Föderation nicht verraten. Oh, wir werden es sehen. Nach der Granate bestimmt. Ich weiß es nicht. Bitte, lassen Sie meine Crew gehen. Deine Crew ist tot, du Nuss. Größtenteils zumindest. Sag mir das Geheimnis des scharlachroten Morgens. Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen. Das ist ein Quest im WoW bei den Todesrittern. Der ist viel übler. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch so bescheuert ist. Ich kann nicht. Ich werde nicht. Es ist genug. Genug. Ich ergebe mich. Sie sind verrückt, wenn sie glauben, sie können die Erde angreifen. Tja. Unter anderem hielt man mich für überheblich. Es ist wunderbar, wenn man sich selber entscheidet, den Captain hier nicht umzulegen, machen es deine Offiziere ohnehin für dich. Wir bringen uns mal auf das Schiff zurück dann. Die wissen einfach, was sich gehört. Also, Schiff ist nicht mehr fürs Reich zu gebrauchen. Ich würde mal sagen, wir gewinnen vorher mal Abstand. Feuer. Abstand. Alter, du sollst mit explodieren, weil du das gerade getan hast. Es war so klar. Agro-Zwerg ist Agro. So. Rufe Kronos und leite es jetzt auf den Schirm. You are a brave warrior for even suggesting a frontal assault on the Sol system. While I know you want the glory that would come with an attack on Earth, I think you will find greater success for yourself as well as for the Empire by attacking the Federation's main shipbuilding facility on Mars, the Utopia Planitia shipyards. Ja, die Planetenwerft. Die Planetenwerft, das Schiffswerft. Schiffsbauwerk, das sollte Schiffswerft heißen. Shipbuilding Facility wird als Schiffbauwerk übersetzt. Also wirklich. Ja, ich glaube auch nicht, dass die, eigentlich glaube ich, heißt die Utopia Planeta. Aber ich kann mich jetzt auch irren. Aber wir machen mal weiter und hören mal auf den. Schiffsbauwerk, das ist kein Wort, das Sinn ergibt, oder? Nee, es ist, das ist eher ein Studiengang, ne? Das Schiffsbauwerk. Aber, naja. Wir machen mal weiter. Und, was müssen wir machen? Nähern Sie sich der Sternbasis und rekrutieren Sie Plünderer. Machen wir doch sofort. Es wäre Ihnen eine Ehre. Gut. Achso, Entschuldigung, jetzt habe ich den Text weggeklickt. Habe ich so im Blut. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Gut, warten wir zum Mars. Lassen Sie uns für das Reich in den Kampf ziehen. So, Kapla. Okay, dann würde ich sagen, fliege ich mal voraus. Ich übernehme mal die Flak. Verdammt.
sind schon ziemlich stark verteidigt, diese Anlagen hier. Auf zum nächsten Kommunikationssatellit. Ach Mist. Ach Mist. Ich werde gerade angegriffen. Das Blöde ist teilweise die KI der Flotte, weil die immer selbstbestimmt ist und nicht dir folgt. Jo, also eigentlich keine KI, sondern vorprogrammiert. Ja. Man könnte das Ganze ergänzen um die fehlende KI der Flotte. Ich kümmere mich mal um die wichtigen Sachen. I follow you. Nice. Oh Mann. Schön, schön. So, wir probieren mal was aus. Los, ja, wir haben es geschafft. Was soll das heißen, du probierst mal was aus? Ich habe den Kommunikationssatelliten 3 gerade deaktiviert, ohne dass ich vorher angegriffen bin, gegriffen worden bin. Ja, ich werde, glaube ich, stattdessen angegriffen. Das macht ja nichts. Hilfe! Es muss Leute geben, die sich auch für das Reich opfern. Das ist halt so. Ja, Mist. Irgendjemand. Typ 8 Shuttle, der sonst da angreift. Es ist voll nervig, wenn dich so Typ 8 Shuttles angreifen oder generell einfach irgendwelche Shuttles. Haben nichts drauf und dann kommen sie zu dir. So, wir probieren es jetzt nochmal. Bin ja gespannt, ob das so funktioniert. Es ist nicht sonderlich ehrenhaft, aber wir pirschen uns da mal an. Psst. Verdammt. Na gut, diesmal hat es nicht geklappt. Aber macht ja nichts. Überall Explosionen und Lichter. So, wir sind jetzt zwar nicht Teil der großen Schlacht, aber wir sind die wahren Helden hinter dem Ganzen. Mist. Die große Schlacht ist gar nicht so beeindruckend. Ach, diese scheiß Shuttles, die man nie sieht, aber die einem trotzdem angreifen. Ja. Mein ist die Rache. Endlos nervigen Pferde gegen die Jäger, das ist echt zum Kotzen.
Ja, und die machen auch mehr Schaden als die Shuttles. Sind aber halt die Jäger. Sind eigentlich relativ cool. So von der Art her, wie die gebaut sind und so. Und wie die in ja, der Schlacht eingesetzt werden, sind die eigentlich richtig krass. Zerstören Sie das Einsatzkommando Alpha, Bravo und Charlie. So, dann versetzen wir der Sternenflotte mal einen empfindlichen Dämpfer. Und wir ziehen jetzt mal hier mit Kropek in die Schlacht. Ja. Schöne Explosion, by the way. Ja, und diese Fregattenschiffe da oben, das sind die Anfangsschiffe der Föderation, die man quasi... Ich schaue sie mal nochmal an. Moment. Ja, das sind die... Das ist eine Miranda-Klasse, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ja, bin mir ziemlich sicher. Ja, ziemlich. Das sind so diese 0815 Schiffe. Wenn mir jemand anbieten würde, dass ich da Captain sein soll, würde ich ablehnen. Ja, es ist trotzdem doch eine Ehre, Kapitän zu bekommen. Ja, natürlich. Das kriegt jetzt nicht jeder. Aber es gibt auch immer wieder Schiffe, die teilweise auch nicht von Captains befehligt werden, sondern nur von Commandern. Stimmt. Und es ist auch insofern verständlich, dass es ungefähr 10.000 Schiffe gibt. Und... es da auch eine gewisse Hierarchie geben muss. Ja. Und es ist ja auch so, dass das bei uns in der heutigen Marine jetzt nicht. Wir müssen unbedingt uns mal beeilen, weil die, wenn der fortschreitet. Ja, ich hab's gerade gesehen. Geh du mal auf einen anderen. Ich werde gerade von Shuttlen geschossen. Ich wurde total ausgebremst. Ausweichmanöver. Das heißt trotzdem, dass ich nicht mehr auf vollen Impuls gehen kann. Der ist schon mal hinüber. Ja, der macht mir Sorgen. Genau. Komm schon. Ja, sehr schön. Und dann noch gleichzeitig hier so schön durchgeflutscht. Perfekt. Das war wieder mal ein Einsatz. Gott, diese ganzen kleinen Jäger, die gehen mir so auf die Nerven, echt ey. Die sieht man hier nicht mal. Ja, weil sie so klein sind. Nichts. So. Fliegen wir mal nach Bravo. Ich entledige mich erstmal hier diese ganzen nervigen. Ach, die hänge ich ab. Das ist kein Problem. Komma, sagte er. Mist. Und hat's geklappt? Nee, mich verfolgt nur ein Jäger. Mich haben irgendwie fünf verfolgt oder so. So, sehr schön. Jetzt wär's noch gut. Oh, wo ist es? Das gibt's echt nicht. Kaum gehe ich auf voller Impuls, geht er wieder in Kampfmodus über, weil mich irgendein komischer Phaser von irgendwo trifft. Von irgendwie so einem kleinen Jäger, den man vorher nicht sieht und... Ach. So, sehr schön. Obwohl ich das... Eins... Das so oder so nicht verstehe, dass so,
so Raumdock-Verteidigungen oder ganz allgemein so Verteidigungsanlagen immer aus so großen Schiffen bestehen. Also ich meine, es macht doch keinen Sinn, große Schiffe loszuschicken, wenn du irgendwie anstatt dem 1000 kleine losschicken könntest, die einfach jetzt immer noch einigermaßen gut ausgerüstet sind, aber die halt viel schwieriger zu treffen sind und so weiter und so fort. Ach Mann, ey. Gut, dann verlassen wir mal den Mars-Orbit. Gleich. Übrigens, Grethor, ist die klingonische Hölle. Das wird später nochmal wichtig. I never expected you would survive a frontal attack on the Sol system. It is, however, unfortunate that your fellow warriors were captured. I will consider whether a rescue operation is feasible. Until then, enjoy your victory. You have earned it with blood. Danke. Achso, wir müssen noch eine Belohnung auswählen. Wir nehmen mal den Disruptor. Sir, congratulations, Lieutenant Commander. Jo. Level up. Gut. Wir haben einen neuen Offizier. Und er will auch wieder was von uns. The Federation's idea of mercy is to allow our soldiers to rot in a cell instead of seeking an honorable death. I spit upon their mercy. Ja, das wird sowieso dann in der nächsten Folge erst sein. Genau. I will allow you to attempt to rescue your fellow warriors from their terrible fate. But you will need cunning to do so. The Federation penal colony is highly guarded. Only Starfleet vessels may approach. But I know where you can acquire a Starfleet runabout, if you are up to the challenge. Okay, das nächste Mal werden wir uns ein Sternenflotten-Runabout besorgen, erstehlen, erschleichen, ergaunern und dann damit so ein paar kleine Opfer fordern. Und bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Und damit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.